Willkommen, mein Name ist Marius Ebert und in diesem kleinen Schulungsvideo geht es um die GWG-Abschreibung, die Abschreibung für geringwertige Wirtschaftsgüter. Und der Begriff Wirtschaftsgüter weist darauf hin, dass wir hier im Steuerrecht sind, denn im Steuerrecht verwendet man den Ausdruck Wirtschaftsgut, während man im Bilanzrecht von Vermögensgegenstand spricht. Die Struktur ist in drei Stufen zu sehen. Zunächst haben wir Wirtschaftsgüter bis 150 Euro netto. Und bis 150 Euro netto kann man sofort im Jahr der Anschaffung komplett abschreiben. Komplett abschreiben heißt konkret bis auf einen Erinnerungswert von 1 Euro abschreiben. Die zweite Kategorie sind 150 Euro und 1 Cent bis 1000 Euro und die kommen in einen Pool. Diese Wirtschaftsgüter werden in einem Pool zusammengefasst und über 5 Jahre abgeschrieben. Und die dritte Kategorie ist größer als 1000 Euro. Und da ist es die übliche Nutzungsdauer, faktisch laut AFA-Tabelle, also AFA-Absetzung für Abnutzung. Und da gibt es im Steuerrecht AFA-Tabellen, die die Nutzungsdauer ausweisen. Das war's schon wieder. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie weitere Arbeiten von mir interessieren, schauen Sie unter spaßlerndenk-shop.de. Dort finden Sie wertvolle Lernhilfen für Ihr Studium. Danke, mein Name ist Marius Ebert. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.